Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Creepjack Warcraft at its best. Ich bin der Buddha und wir starten jetzt hier gleich mal ins erste von drei Games. Wir sehen hier SK Elec Duck gegen den Undead MTW Winner Reset hier auf Twisted Meadows, in der Mitte, wie altbekannt, die Taverne. Und Elec Duck spielt hier als Orc-Player. Also Orc-Undead hier das Matchup. Close Positions hier, und da werden wir mal gucken, wie die beiden Spieler miteinander umgehen werden. Elec Duck nimmt hier den Farseer standardmäßig als First Hero, und wir werden hier wahrscheinlich den DK sehen, natürlich wieder etwas später, da hier die Crypt sehr früh gebaut wird, damit hier die Holzversorgung gesichert ist. Auch ein sehr früher Graveyard, das weist uns also auf eine Crypt BO hin. Mal gucken, ob er das auch so umsetzen wird. Muss jetzt hier, nee, er fängt jetzt hier gleich an mit Fiends zu bauen. Etwas ungewöhnlich, weil man braucht hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Ghouls, um hier den Holzvorrat aufstocken zu können, also um hier einfach ordentlich Holz abzubauen. Tomb of Relics kommt jetzt im Bau, damit sich dann hier nachher der Death Knight, der wahrscheinlich genommen wird, gut mit Items eindecken kann. Hier ein Ghoul scoutet noch hier die Close Positions hier an der Stelle. Hat er also gesehen, dass da nichts ist. Und hier kommt die Fiend raus, die jetzt wahrscheinlich hier zu der Stelle gehen wird, wo nämlich der gute Elec Duck sitzt. Hat jetzt hier den Farce hier am Start und geht da gleich mal creepen hier den leichten Spot neben der Base. Die Fiend jetzt hier auf halber Strecke. Und jetzt geht hier die nächste Fiend in Bau. Also hat hier nur zwei Ghouls am Start, sehr wenig Ghouls. Will hier also gleich am Anfang mit vielen guten Units Druck machen gegen den Orc-Player. Der Orc hier ganz standardmäßig mit dabei. Hat jetzt hier schon ziemlich viel. Gibt jetzt eben hier den Tech in Auftrag, da er eben doch ziemlich viele Ressourcen am Start hatte. Hat dadurch jetzt kurz eine Pause in der Versorgung mit den Grunts. Da kommt jetzt aber gleich der nächste hier an den Start, und Elec Duck sieht jetzt hier ganz klar den Death Knight und die Crypt Fiends. Kauft sich hier im Tomb of Relics noch eine Ward of Necromancy. Kann hier also viermal eingesetzt werden, um jeweils zwei Skelette hier zu beschwören. Und die machen zwar keinen fetten Damage, aber die können doch schon ziemlich stressen. Währenddessen beide Spieler hier gehen erstmal creepen. Elec Duck nimmt hier schon den etwas härteren Creep-Spot, wird damit eindeutig auf Stufe 2 kommen. Und hier Winner Reset noch mit dem Leichten, geht jetzt aber direkt hier zum nächstgrößeren Creep-Spot. Hat jetzt hier, wie gesagt, schon vier Darker Minion am Start. Und muss hier ein bisschen aufpassen mit seinem Decay auf Stufe 1. Währenddessen hat jetzt hier Elec Duck den Creep-Spot abgeschlossen, findet hier Circlet of Nobility. Schönes Item für den Hero. Und geht jetzt hier wahrscheinlich gleich zu seiner Natural Expansion, um die hier frei zu creepen. Währenddessen hier Winner Reset noch ein bisschen am Start, muss hier noch den Gnoll Overseer erledigen. Kriegt auch ein Circlet of Nobility und steigt natürlich auch auf Stufe 2 auf Skill, da natürlich ganz standardgemäß hier die schicke Aura, die auf jeden Fall gut ist hier, um eben die Regenerationsrate der Lebenspunkte und die Geschwindigkeit zu erhöhen für die Leute, die jetzt hier die ersten Male Warcraft schauen. Ja, hier der Creepspot, der ist schon ein bisschen schwieriger, muss da auch gut seine Units zurückziehen. Wir können hier mal mit Alt gucken. Also hier zwei Grunts sind schon ziemlich angeschlagen, die werden jetzt auch beide rausgenommen. Und währenddessen kommt jetzt hier Winner Reset in der Base an. Geht da gleich nach hinten durch auf die Orc Bros. Will hier also die Orc Bros kicken, sollte hier eher auf den im Bau befindlichen gehen. Kann jetzt also nicht viel machen. Jetzt kommen hier natürlich die Pions von hinten, um hier zu repairen. Sollte da auch noch ein paar reinsetzen hier. Alle Burrows sind hier leer. Und er steht noch unten an der Expansion. Kommt jetzt also nicht. Jetzt hier inzwischen ballern hier vier Crypt Fiends hier auf den Orc Bro. Und jetzt kommt das Town Portal hier. Und da steht er sehr schlecht hinten drin. Winner Reset, wenn jetzt hier das Portal, aber nee, das Portal kommt hier nach vorne. Geht jetzt hier erstmal auf ein paar Crypt Fiends rauf. Da muss natürlich jetzt Winner aufpassen. Ja, macht es aber gut hier mit der Coil. Rettet da hier seine Units. Jetzt ist Wall of Speed geused. Und jetzt versucht er hier einzelne Fiends raus zu surrounden. Aber es klappt nicht ganz. Hier nochmal schön gecoilt. Und jetzt sieht es doch so aus, als wenn hier der Angriff ziemlich gut war. Hat hier also bis jetzt noch keine einzige Unit verloren. Aber jetzt geht's ja auf den Death Knight. Und der Death Knight sieht so aus, als wäre er surrounded. Kommt der aber nochmal raus, genau. Da war noch eine kleine Lücke frei. Steht ja aber ziemlich offensiv hier jetzt auf die Hälfte der Hitpoints down. Ebenfalls hier eine Crypt Fiend sehr doll angeschlagen. Sollte er da vielleicht nochmal eine Coil absetzen? Hat hier auch noch genug. Ja, da kommt die Coil. Schön gemacht hier von dem guten Winner.
Der geht jetzt hier auf die Summons. Natürlich hier, die halten hier nicht so viel aus. Und da kommen wir nochmal. Nein, aber vorher noch. Abgebrochen hier. Hier der Farseer von Elake Duck. Hier kurz vor Level 3. Wie sieht's aus mit dem Death Knight? Der ist noch zur Hälfte auf Stufe 3. Hat hier also noch ein bisschen mehr. Und jetzt geht's hier zur Expansion, die hier eben gecreept wurde, was ich hier Winner schon denken kann. Und hier ist sie im Aufbau, die muss also wahrscheinlich abbrechen hier. Elake Duck hat hier nur noch sehr wenig Units am Start. Die anderen Units hier hin rausgemalt wird. Hier ist alles im roten Bereich. Hat also sehr schön gemacht. Aber der Death Knight kommt jetzt dahin. Hat's wohl irgendwie rausgefunden, keine Ahnung. Was macht er? Nein, er wollte sich hier nur nochmal zurückziehen, da er hier auf Low HP down ist. Jetzt geht's ja auf den übrig gebliebenen Grunt. Muss ich dann auch langsam zurückziehen, kann ja alleine nichts machen. Und auch der Farseer zieht sich hier zurück. Warum, ist mir nicht ganz verständlich. Hat hier noch volle Hitpoint-Zahlen und kann hier auch noch ein paar Mal hier Summons beschwören. Also die Wölfe hier sollte auf jeden Fall machen. Jetzt hier der Death Knight muss langsam aufpassen hier. Nochmal schön eine Coil hier auf den Grunt. Kommt der Grunt da nochmal raus? Ja, da kann der Death Knight einfach ganz klar nicht in die Base. Aber jetzt ist hier der Shadow Hunter da und gut, Town Portal, ja, musste sofort kommen. Sonst wäre hier natürlich das Hex gekommen. Und hier auf Stufe 2 kann man auch schon denn einen Chain Lightning erwarten. Und es hätte ziemlich böse ausgehen können hier für den Death Knight von Winner. Also jetzt kommen hier die Grunts wieder zurück in die Base. Müssen hier natürlich geheilt werden. Der Shop hier wurde ein bisschen angegriffen vorhin von Skeletons. Aber der steht hier natürlich noch. Also jetzt hier mit Healing Self, ganz klar, geht's hier drauf auf die Grunts, damit die hier wieder ein bisschen mehr Lebenspunkte bekommen. Inzwischen sehen wir hier den Leech als Second. Und ein Slaughterhouse im Bau, also nur ein Slaughterhouse. Nicht zwei, wie wir es sonst immer kennen. Jetzt hier noch. Oh, da verbraucht er ein Chain Lightning. Steigt damit aber natürlich auch auf Stufe 3 und das kann er jetzt hier sehr gut in dem Kampf gebrauchen. Jetzt hier der Shadow Hunter ganz an vorderster Front auf Stufe 1, sollte da ein bisschen aufpassen. Jetzt hier Wölfe Stufe 2 natürlich sehr wichtig in dem Kampf. Und jetzt geht's hier wieder. Der Death Knight ist noch nicht wirklich gut aufgeheilt, hat ja aber zwei Potions im Gepäck, also einmal hier für Leben und Mana. Und jetzt hier wieder mit Score Speed gut gemacht. Jetzt geht's hier hinten. Hex auf den Death Knight, der muss sich da zurückziehen. Nochmal hier schön Coil Nova und das Chain Lightning und da geht er down. Schön gemacht hier, aber auch nochmal hier gut die Frost Nova hier reingehauen in die Grunts. Die müssen sich zurückziehen. Nein, da kommt er wieder ran. Was macht er denn hier mit dem Grunt? 13 AP, der geht natürlich down. Warum greift er den jetzt nicht hier an? Reset muss hier sehen, was Sache ist. Aber er hat's verplant, hat hier den Grunt nicht angegriffen. Ah, der wird wahrscheinlich noch down gehen. Ja, da fliegen. Oh, schön, selber gekillt. Sehr gute Aktion hier von Elake Duck. Hat er sehr schön gesehen, dass da eben diese Kugeln der Fiends flogen. Man weiß nicht, wie man es nennen soll. Und hat dann natürlich seinen Grunt selber getötet, um hier die XP eben dämlich nicht zu gönnen, sozusagen. Jetzt hier nochmal schön mit Healing Self, wird hier gut geheilt. Ensnare jetzt hier erforscht, auch der Astro Raider hier natürlich ganz klar am Start. Und damit kann es ein bisschen böse ausgehen für die Fiends, die natürlich nicht sehr viel aushalten. Wenn die hier ensnared sind und da kommen ein paar Grunts an und eben auch die Wölfe, die bösen Schaden machen, kann es hier ganz böse ausgehen. Was ist hier mit dem Leech los, Mann? Der Leech muss hier aufpassen, steigt auf Stufe 2 auf, aber wenn hier mal ein Chain Lightning kommt, dann ist der Junge down, dann ist der Geschichte hier ensnared, sehr schön gemacht von dem Raider, der hier sehr weit vorne steht. Bekommt jetzt hier nochmal eine Frost Nova ab, aber und jetzt hier Hex auf den Level 2 Leech und der wird wahrscheinlich down gehen, da kann er natürlich nichts machen. Ja, da geht er down und auch hier der Raider muss aufpassen, aber halb so wild. Jetzt hier die Fiends alle geburrt, aber jetzt kommen sie wieder raus und damit jetzt hier schon fast ein Surround angesetzt. Schön nochmal Chain Lightning durchgehauen, ganz klar. Und hier ensnared auf die Obsidian Statue, die kann hier also nichts healen. Da kommt von hinten noch die nächste Crypt Fiend an. Wird jetzt hier auch eingebuddelt. Ja, und ganz klar, hier weiß jetzt Winner, Elake Duck, dass die Fiends hier am Start sind. Soll jetzt hier irgendwie probieren, entweder mit dem Goblin Laboratory die Typen rauszuholen oder, naja, hier ist leider kein Standard-Shop am Start. Da kann man nämlich auch Dust of Appearance kaufen jetzt hier. Der Death Knight muss nochmal ein bisschen aufpassen. Hier ist wie gesagt ein Raider am Start. Und jetzt hier noch für Elake Duck ein Orga Mauler Stufe 5. Der Junge kann ordentlich draufknüppeln und hat vor allen Dingen eine Menge Lebenspunkte. Kann also hier was aushalten. Drei Ghouls jetzt hier am Start. Wollen hier gucken, ob hier eine Expansion ist. So ist es auch. Und sie können da wahrscheinlich auch ein bisschen Stress machen. Währenddessen jetzt hier werden also die geboten Crypt Fiends hier belagert, sozusagen. Der Death Knight versucht da immer, die Units ein bisschen wegzuziehen und jetzt sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Es geht jetzt hier auf den Death Knight, ist hier entsnared, aber
Kann man nicht besonders viel machen. Er versucht jetzt hier ganz klar den Ork-Player hier von den Crypt Fiends wegzubekommen, indem er jetzt hier hingeht und seiner Expansion ein bisschen hilft. Wäre natürlich keine schlechte Idee. Electak hatte ganz klar den Vorteil durch die Expansion. Aber wartet hier trotzdem bei den Units. Die Crypt Fiends hier geburrt. Und jetzt werden sie hier ausgebuddelt. Jetzt kommt hier nämlich die Undead Army an. Fokussiert hier gleich mal die ersten Summons raus. Und jetzt wird sich hier zurückgezogen mit der Squall of Speed. Zieht sich jetzt hier Electak zurück. Doch schon wieder ziemlich große Army am Start auf Seiten von Winner Reset. Level 2 liegt jetzt, wie gesagt, auch. Und hier Kolnova kann natürlich böse sein, hier besonders auf den Shadowhunter Stufe 1. Geht es hier, wie gesagt, zur Expansion, wo er auch schon ein paar Units hingeschickt hatte, um die Ghouls hier ein bisschen abzuwehren. Wird sie jetzt hier wahrscheinlich nochmal formieren. Hat hier kein Town Portal im Gepäck. Genauso sieht's aus bei dem Death Knight. Jetzt hier entsnerte Ghoul geht natürlich schnell down. Healing Wave jetzt hier schön auf die Units. Und da geht's natürlich nach hinten auf die Crypt Fiends. Da sind hier die Damage Dealer, ganz klar. Und jetzt hier nochmal schön hier Frost Nova hier reingehauen in die Units von Electak. Jetzt hier wieder mit Healing Wave wird das natürlich wieder gekontert. Gut gemacht hier. Nochmal eine Coil auf eine Fiend. Die wird aber trotzdem down gehen. Aber so wird jedenfalls die Zeit ein bisschen verringert und man kann ein bisschen Zeit schinden. Gut gemacht hier. Jetzt hier die Raider stehen vorne drin. Hauen hier ganz klar die ganze Zeit auf die Crypt Fiends rauf. Ist natürlich hier eine gute Sache, da sie hier extra Damage machen. Healing Wave nochmal schön durchgecastet. Jetzt versuchen hier einzelne Crypt Fiends rauszukommen. Werden hier aber immer schön entsnared und gehen somit down. Stufe 3 jetzt hier für den Leech und für den Death Knight. Schöne Sache. Und hier der Shadowhunter muss aufpassen. Wird hier fast surrounded durch die Ranged Units. Wäre natürlich auch mal eine nice Aktion gewesen. Es geht jetzt hier aber auf weitere Crypt Fiends nochmal gut gecallt. Hier in letzter Sekunde schön gemacht. Und er muss jetzt hier genau die Obsidian Statue muss down gehen. Hier, die healt die ganzen Units. Was natürlich hier sehr schlecht ist. Hier wird geburrowed, was das Zeug hält. Immer hier eingebuddelt und rausgebuddelt. Jetzt hier wieder schön die Summons. Werden hier wieder zum Einsatz gebracht auf beiden Seiten. Jetzt geht's hier auf die Obsidian Statue und die wird jetzt auch down gehen. Jetzt hier Obsidian Statue down und da fällt die nächste Crypt Fiend. Stufe 4 jetzt hier für den Farseer. Der Farseer ist hier gut im Gepäck. Der Shadowhunter zieht sich ein bisschen zurück. Ist hier im Fokus freier und wenn hier die Heroes von hinten kommen, hier Mana auf jeden Fall hier noch auf dem Death Knight. Muss er ein bisschen aufpassen. Greift jetzt hier nochmal die einzelnen Summons an, aber jetzt hier der Leech steht hier ziemlich weit vorne, aber nochmal Healing Wave auf sich selbst gecastet, schön gemacht. Jetzt muss er hier aber aufpassen. Shadowhunter muss aufpassen, aber nicht mehr genug Mana auf dem Death Knight hier. Der bohrt nochmal seine Crypt Fiends, aber jetzt geht er trotzdem down hier, wahrscheinlich hier durch eine Nova, schön gemacht. Und jetzt will er hier den Farseer surrounden. Klappt aber natürlich nicht, denn hier ist der Leech surrounded. Kommt hier also nicht mehr raus. Oh, jetzt wird hinten wahrscheinlich nochmal gelöst, oder? Nein, der Surround steht trotzdem und da geht natürlich jetzt hier der Leech King down. Klare Aktion. Er sieht ziemlich schlecht aus für Winner. Lake Dark versucht jetzt hier nochmal einzelnen Fiends den Weg abzuschneiden. Und jetzt schon Stufe 4 Death Knight. Der Ork muss sich auf jeden Fall mal Dust of Appearance kaufen, um hier eben die gebauten Crypt Fiends sichtbar machen zu können und so auch natürlich down zu bekommen. Ja, aber hier supported durch die Death Knight Aura kommen hier die Fiends nochmal gut weg. Da kann der Ork nicht besonders viel gegen ausrichten. Hier hinten rennen immer schön einzelne Units den anderen hinterher. Und jetzt hier Ensnare auf den Death Knight. Der kommt aber nochmal raus. Der Surround war nicht so gut. Jetzt hier wird es nochmal probiert. Und der Surround, der sitzt anscheinend. Nein, wird wieder geöffnet. Sehr schade hier für Electak. Nächste Ensnare. Und jetzt ist er geglückt hier, da die Skeletons down sind. Und das ist wohl die Entscheidung hier. Der Death Knight fällt jetzt hier also. Wenn auch ein bisschen imbalanced hier durch das viele Ensnare. Also gegen einen Ork auf Tier 2 sollte man sich hier nicht alleine mit seinem Helden durch die Wildnis begeben. Währenddessen geht jetzt hier der Shadowhunter nochmal ein bisschen einkaufen. Und wir sehen jetzt hier aus zwei Beast-Series werden jetzt hier 12 Batrider gepumpt, die Anti-Air-Unit der Ork schlechthin. Währenddessen jetzt hier die Helden wiederbelebt werden. Und hier jetzt zwei Obsidian Statues am Start sind und hier werden noch mehr Obsidian Statues gepumpt. Will hier also denn auf Destroyer gehen, sollte da aber auf jeden Fall nochmal ein Ziggurat für bauen.
Sonst kann er hier nicht mehr besonders viele Units bauen. Holt jetzt hier Mana ran für Obsidian Statues. Damit diese denn eben das Mana, denn wenn sie in Destroyer-Form sind, von den Obsidian Statues absaugen können. Und so natürlich den extra Damage machen. Jetzt hier die Lake Dark in der Base. Lässt erstmal ein paar Ensnares ab und zieht sich dann wieder zurück. Schöne Aura hier für den Shadowhunter. The Lionhorn of Stormwind hat er hier am Shop gefunden. Hier steht noch der Orgemorder rum, den sollte er mal mitnehmen. Währenddessen guckt die Lake Duck erstmal nach einer Expansion. Wird aber keine finden. Stufe 5 jetzt hier schon auf dem Farseer. Der hat hier also die Shadow Wolves am Start, die natürlich extrem krasse Units sind und einen bösen Damage austeilen. Auch mit Critical Strike hier. Lässt sie den Farseer hinten stehen. Da er ja schon Stufe 5 erreicht hat und man sich nicht höher als Stufe 5 creepen kann. Und er so dem Shadowhunter keine Experience hier klauen will von dem Creep-Spot, die er denn gar nicht bekommt, sozusagen. Außerdem, so ein Farseer hinten zu stehen, ist auch nochmal ganz gut. Da kann man den Creep-Check ein bisschen besser absehen. Währenddessen macht sich jetzt die Winner Reset auf den Weg, wohin auch immer. Geht so etwas in Richtung Expansion oder auch Natural, man weiß nicht genau. Aber es ist jetzt auch egal, denn den Go bricht er ab, kommt jetzt hier zurück in seine Mainbase, was ganz klar ist, denn die Lake Duck steht hier mittendrin. Der geht hier ziemlich weit rein, geht jetzt hier direkt auf die Black Citadel und natürlich machen hier die Siege Damage Units, hier die Raider einen ordentlichen Schaden. Schöne Nova hier nochmal abgegeben und jetzt gibt es hier Town Portal, da er hier sieht, dass die Destroyer hier am Start sind und auch Mana im Gepäck haben. Der Death Knight jetzt auch wieder am Start und jetzt geht hier Winner gleich mal los, um hier versucht hier also noch ein bisschen was zu reißen. Hier die Trollbed Rider sind sehr schön, aber muss hier natürlich aufpassen mit den Fiends. Wenn die hier also gewebt werden, dann bringen die nicht wirklich was, dann bringen die nämlich gar nichts. Währenddessen kommt jetzt hier der Death Knight an. Hier sind die ersten Fiends, die müssen hier auf jeden Fall das Web absenden, damit hier die Raider eben am Boden, die Trollbed Rider am Boden sind und so nicht in die Destroyer fliegen können. Die Destroyer jetzt hier greifen natürlich die Orkbrust an, machen natürlich einen extra Damage. Einen bösen Schaden hier also. Hier wird gleich mal geborrowt. Und hier kommen eine Menge Ensnare. Von hinten jetzt auch noch ein paar Holzkugels mit am Start. Alles jetzt da, was hier Rang und Namen hat. Und jetzt geht's hier auf die ersten Crypt-Fiends. Jetzt hier hinten die Destroyer, hält er hier sehr weit hinten, aber hier die Trollbed Rider fliegen außen rum und kommen jetzt hier zu den Destroyern an. Da werden die ersten gewappt, aber die gehen beide down. Die anderen Trollbed Rider sind jetzt hier gewappt und gehen dann hier natürlich auch sehr schnell down. Jetzt hier nochmal schön Healing Wave durchgecastet. Das sieht sehr gut aus für die Lake Duck hier. Da sind nochmal ein paar Destroyer am Start. Nochmal kommt hier ein Bad Rider rangeflogen. Den hier sollte auf jeden Fall finishen. Wenn der wieder oben ist, dann fliegt er hier nochmal rein und sieht nicht gut aus hier. Ensnare jetzt hier auf die beiden Destroyer. Die sind jetzt unten am Boden und deshalb kann er jetzt hier mit dem Bad Rider nicht angreifen. Ist ja jetzt sehr unclever hier von ihm eingerichtet worden. Level 4 Death Knight steht jetzt hier mitten in der generischen Main Army drinne. Und jetzt kommt hier Hex und Ensnare auf den Death Knight. Und da wird er natürlich down gehen. Den muss er doch jetzt finishen. Den muss er doch finishen. Und das macht er auch. Schön gemacht hier. Und jetzt sieht es sehr schlecht aus hier für Winner Reset. Nochmal hier schöne Nova hier auf die einzelnen Raider gecastet und jetzt hier Town Portal vorm Leash. Der portet sich da raus. Nochmal hier schön ein Raider reingeflogen und hier nochmal die Area of Effect Spell. Sehr gut gemacht hier. Und da verlässt er das Game ohne GG. Ja, also das war hier das erste Game von Elake Duck gegen Winner. Man kann sagen, ziemlich gut gemacht eigentlich. Hatte die ganze Zeit Elake Duck hier so ein bisschen die Nase vorne. Vor allen Dingen durch seine Expansion, man sieht eben wieder, dass eine Expansion extrem wichtig ist und man dann entweder die Expansion kicken muss oder eben eine Konterexe bauen müssen. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken, gehen sofort ins Next Game. Hier sehen wir einmal Just for Fake gegen den Human Player TM Kangax oder so. Halb so wild. Zu diesem Just for Fake kann man sagen, dass es wirklich hier ein Fake-Account ist. Ich hoffe, ich darf es sagen. Wenn nicht, dann hat FedEx eben Pech gehabt. FedEx hier also am Start als Undead mit seiner Lieblings-Race. Spielt hier also gegen Human auf Turtle Walk. Sehr eng beieinander. Hier nur das Wasser stört ein bisschen hier. Aber sonst kann man hier sehr gut stressen gehen. Und
Hier wird gleich mal ordentlich losgebaut beim Human Player. Summoning is complete. FedEx hier geht auf eine ganz normale Google BO. Nee, wollt jetzt hier sogar. Gibt jetzt hier den Tomb of Relics in Bau. Und geht hier aber mit einer mit einem sehr frühen Hero sozusagen an den Start. Also eigentlich die Crypt immer zuerst fertig. Aber er nimmt hier den Death Knight. Will ihn hier gleich von Anfang an im Geschehen haben, was gar nicht mal so schlecht ist hier bei Close Positions. Militia Scout jetzt hier in die Base von FedEx. Und hier auch der Akku weiß jetzt, was Sache ist. Ganz klar, Archmage hier am Start plus Foodman. Und hier werden wir jetzt, wie gesagt, die Ghouls gebaut. Tomb of Riddick sehr weit hinten, auch der Altar of Darkness sehr weit hinten gebaut hier. Will hier also die Akkus vor jeglicher Penetration schützen. Natürlich sehr sinnig gegen Ork, der hier immer mal gerne seine Wolves hinschickt. Vom Blade Master ganz zu schweigen. Aber Blade Master gegen Undead habe ich auch noch nicht so wirklich gesehen. World of Necromancy jetzt hier erstmal schön im Gepäck. Und da geht's gleich mal los, stressen. Und mit dem Creep-Check wird's hier nichts. Auch der Archmage will erstmal stressen gehen. FedEx hat's jetzt hier gesehen. Und geht jetzt hier den kleinen Umweg. Deshalb jetzt hier der Archmage ziemlich früh in der Base. Jetzt haben wir jetzt hier erste Water Elemental ganz klar an den Start und geht jetzt hier gleich mal aufs Producing Building, die Crypt. Wenn die down geht, dann fress ich im Besen. Jetzt hier natürlich die Ghouls werden hier erstmal ihr Holz, bringen sie erstmal weg und dann kommen sie hier ein bisschen raus. Jetzt hier der Death Knight muss ein bisschen aufpassen. Stand da gerade sehr ungünstig. Und der Scout-Akku kann sich jetzt auch mal nützlich machen. Währenddessen ist ein zweites Water Elemental gesammelt. Drei Footmen hier am Start, plus den Archmage. Geht jetzt hier wieder aus Producing Building, aber das bringt natürlich nichts. Groß wird hier gut repaired. Der New Rubin Tower jetzt hier hinten nicht von großer Bedeutung. Kommt hier wieder raus, versucht jetzt hier den Surround vielleicht auf den Archmage anzubringen. Schwenkt das hier nochmal um, geht jetzt hier nochmal schön gecoilt. Ja, die kam auch an. Und geht jetzt hier auf einzelne Units. Man sieht hier nicht mehr wirklich durch. Machen wir mal hier Alt-Action. Jetzt hier klar, der Footman ist hier in Bedrängnis, bekommt die Coil ab. Schön gemacht hier von FedEx. Zieht sich jetzt hier ein bisschen zurück auf den verseuchten Boden, ganz klar. Da gibt es eine bessere Lebensregeneration. Muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Der Human versucht sie über den Hero Kill zu regeln. Jetzt hier auch der eine Ghoul hier angeschlagen. Wird nochmal schön gecoilt. FedEx macht hier sehr, sehr gut Surround. Jetzt hier auf dem Water Element. Schön gemacht hier. Und das geht hier auch down. Null Experience Points hier für den Archmage. Also sehr gutes Spiel hier von FedEx. Surround angesetzt auf den Footman. Der glückt aber nicht. Und jetzt hier FedEx muss hier mit seinem Death Knight ein bisschen aufpassen. Der Undead hat ein bisschen Probleme, dass er hier im Early Game sich keine Potion oder sowas kaufen kann, was hier Leben auffüllt im Shop. Aber jetzt hier versucht er. Nee, er versucht den Surround gar nicht. Geht hier auf die kleineren Units, hier die Footmen, und die sind hier auch ziemlich angeschlagen. Ja, jetzt hier nochmal schön Surround auf einen Footman. Immer noch Stufe 1 hier für den Death Knight. Und der Archmage hat noch immer keinen einzigen Experience Points bekommen. Jetzt geht hier FedEx erstmal creepen. Muss hier natürlich sofort auf Stufe 2 kommen, um hier die Aura skillen zu können. Da ist er ein bisschen beweglicher mit und es gibt natürlich auch eine bessere Lebensregeneration. Währenddessen jetzt hier viele Ghouls am Start, um hier auch den Holzvorrat eben zu sichern. Hat hier ja auch eine sehr große Differenz zwischen Holz und Gold am Start. Tech auf die 2 noch nicht abgeschlossen, so muss jetzt hier auf jeden Fall Sigurd bauen. Ja, macht er auch extrem weit hinten. Will hier also nicht, dass seine Sigurds gekickt werden und er dadurch keine Units mehr bauen kann. Der Nachteil dadurch natürlich auch, dass er denn die Spirit Tower nicht wirklich benutzen kann. Also kann sie jetzt zu Spirit Tower ausbauen, bringt natürlich nichts. Jetzt hier nochmal alle Ghule holt er jetzt wieder ran, außer einen. Und kommt jetzt hier raus, versucht jetzt hier nochmal aufs Water Elemental, geht hier aufs Water Elemental, muss hier mit seinem Death Knight aufpassen, ganz klare Sache. Sich auf T2 noch nicht ganz abgeschlossen, jetzt hier nochmal schön Coil auf einen Ghoul, der hier angeschlagen war. Jetzt hier Water Elemental geht down, schön gemacht hier. Und bringt einmal einzelne Units raus hier, FedEx arbeitet hier sehr schön.
Immer noch 0 Experience Points auf dem Archmage. Muss jetzt hier wieder aufpassen. Stufe 2. Aber jetzt hier Surround angesetzt auf den Death Knight. Der Death Knight ist hier surrounded. Aber jetzt hier macht er hinten nochmal gut auf. Hat sich damit seinen eigenen Units geblockt, damit er hier dann eben nochmal aufmachen kann. Jetzt sind hier 2 abgeschlossen. Da kann er sich die Potion kaufen. Macht er natürlich auch sofort hier. Und der Human Player zieht sich hier erstmal zurück. Mountain King am Start. Und wenn der kommt, sieht es böse aus für den Death Knight. Hier natürlich der Leech im Bau, ganz klar. Und der Techt straight durch auf Tier 3. Geht jetzt hier nochmal ein bisschen creepen. Ja, hier der Graveyard jetzt auch im Bau. Kann also nochmal ein bisschen seine Units upgraden. Und natürlich auch die Möglichkeit bekommt er hier Fiend zu bauen, was wir im letzten Game gesehen haben. Fügt sich hier nochmal ein bisschen weiter auf den Weg zur Stufe 3. Währenddessen ist hier der Archmage seine ersten Experiment Points bekommen hat durch diesen Creepspot. Auch die ersten Rifleman jetzt am Start, sehr weit vorgelagerter Shop. Und der Mountain King sagt Hallo. Bei FedEx jetzt auch der Leech am Start. Joint dann gleich mal der Army. Und wir sehen weiterhin nur Ghouls, CMS Ghouls am Start, ganz klar, von FedEx. Der denn hier wahrscheinlich gleich mal die beiden Slaughterhouses hochziehen wird. Heilt sich jetzt hier nochmal mit einer Potion of Regeneration, der hier anscheinend irgendwo gefunden hat. Heilt hier also, ja, vorbei ist es. Heilt hier Leben und Mana gleichzeitig. Was natürlich eine sehr schöne Sache ist. Vor allen Dingen für den Death Knight, der hier natürlich mit Coil der Lebensretter ist für seine, für ein paar seiner Units. Der Mountain King natürlich auch hier eine böse Bank, volle Mana am Start, genauso wie der Archmage wahrscheinlich. Na, noch nicht, wirklich. Aber hier durch die Aura kann hier der Mountain King böse stressen. FedEx jetzt hier hinten in seiner Base drin. Vorne steht hier der Human, der hat hier Militia im Gepäck. Wie sieht es aus in seiner Base? Lumber Mill ist da, also Tower wären hier möglich. Wie sieht es aus? FedEx hier, Slaughterhouse, das erste hier schon fast abgeschlossen. Tech auf T3 auch fast fertig. Und jetzt wird hier die Base belagert. Summoning is complete. Das Slaughterhouse ist fertig und hier wird gleich mal die erste Obsidian Statue gepumpt. Und jetzt werden hier Tower hochgezogen vor der Base von FedEx. Muss jetzt hier auf jeden Fall aufpassen. Hier der erste Rifleman schickt mal ein paar Schüsse los hier. Und die Black Citadel, gut, dass sie jetzt hier fertiggestellt wurde, macht ja also 13 bis 15 Damage und vor allen Dingen kommen die Units hier nur langsam denn wieder weg vom weg da von der Base. Ausfall über die Seite probiert von FedEx, geht da schön hinten rein mit seinem Death Knight. Jetzt mal hier eine schöne Nova aufgeschickt hier auf die ganzen Worker. Der erste Tower ist down, der zweite Tower jetzt hier fertiggestellt. Jetzt mal schön, oh nein, ich glaube die Coil kam nicht mehr an, die Coil kam nicht mehr an. Sehr scheiße hier für FedEx, ganz klar. Und jetzt hier nochmal der Leech, schön hier, hat nochmal eine Nova reingehauen. Aber jetzt muss hier der Death Knight aufpassen. Der Death Knight eingesperrt hier, ist jetzt surrounded am Wald und zieht jetzt also das Town Portal. Sieht nicht gut aus für FedEx hier, hat hier eine Menge Units auch verloren. Hat ja aber viele Ghoule am Start, hier Ghoul Frenzy abgeschlossen, wie es scheint. Ja, hier steht es ja auch noch ein bisschen. Jetzt hier, schön, schön gemacht hier vom Mountain King, der hier nochmal raus. Also hier kann sehr gut arbeiten mit Stormbolt plus die Rifleman denn im Focus Fire. Da geht jede Unit down und zwar schneller als man gucken kann. Die Tower jetzt hier, der erste Tower steht, zweite im Upgrade befindlich und hier wird noch der dritte hochgezogen. Level 3 jetzt hier für den Death Knight, der ist jetzt hier gut am Start. Nochmal Ausfall gewagt jetzt hier von FedEx, der Mountain King an vorderster Front. Muss ein bisschen aufpassen hier. Ist aber hier noch gut bei Bewusstsein. Jetzt geht's hier auf den nächsten Foodman, der wird wahrscheinlich auch down gehen. Zwei Tower jetzt hier fertig und ist eine sehr schlechte Sache für FedEx. Muss hier sehr doll aufpassen mit den Towern. Aber die Obsidian Statue halt hier auch nochmal gut. Macht hier guten Job. Jetzt hier nächste Obsidian Statue am Start. Soll hier auf jeden Fall auf Mana gehen, genau. Mana jetzt hier am Start. Mana Support und Hitpoint Support jetzt die Obsidian Statue. Die beiden Dinger sind wirklich wichtig. Jetzt hier nochmal schön opfert er hier ein Skeleton hier, um hier Mana zu haben für den Leech. Der steht hier vorne drin und jetzt nochmal Coil auf einen Ghoul, der hier gestormboltet war. Der Mountain King muss hier ein bisschen aufpassen, zieht sich hier nochmal zurück. Jetzt hier Nova auf den Mountain King, der geht hier schön ins Focus Fire mit der Coil, geht er down. Sehr schön gemacht hier von FedEx, gut gefinished. Den ollen Giftzwerg, der stresst hier wirklich böse rum.
Aber hier der Arc-Mage ist noch am Start. Hat jetzt hier auch Wand of Lightning Schild am Start. Soll er hier vielleicht ein bisschen reinschicken in die Ghouls? Macht natürlich ein bisschen Damage. Jetzt hier zwei Guard Tower am Start. Die anderen beiden werden davor gebaut, damit sie auch ein bisschen blocken können. Drei jetzt hier im Bau und die sind sehr nah dran. Jetzt hier werden, wie gesagt, jetzt hier Chainlight, Wand of Lightning Schild eingesetzt. Und jetzt hier auch der Krüppellord am Start. Krüppellord hier in der Spirit Tower ausgebaut. Der kann aber nicht besonders viel machen. Krüppellord hier, schönes Impale auf die beiden Rifleman. Waren jetzt hier nicht so viele Units, aber egal. Die beiden gehen jetzt nämlich wahrscheinlich flöten hier. Der Rifleman steht ziemlich weit hinten drin. Jetzt hier Lightning Shield auf den Krüppellord. Der steht hier vorne in der Quetschung. Muss aber aufpassen. Nochmal schöne Keule hier. Gut gemacht nochmal. Und jetzt hier Impale Nova auf den Arc-Match. Da muss aufpassen. Er hat nur Town Portal im Gepäck mit 67 Hitpoints. Kommt er da nochmal raus? Und jetzt hier hinten drin der. Ja, hier der Death Knight, der ist am Start und schickt die Keul ab und der hätte er doch sehen müssen. Geht jetzt hier der Arc-Mage down, sehr schlecht für den Human. Hat es jetzt hier Felix, hat er jetzt hier den Tower Wash abwehren können, man weiß nicht genau. Aber drei Tower am Start und zwei jetzt hier gleich fertig. Das sieht nicht gut aus. Und er hat jetzt ja auch fast alle Ghouls verloren. Aber wir wissen ja, Undead Heroes hier können eine Menge machen. Aber hier mit den ganzen Rifleman und Stormbolt im Focus Fire kann es doch auch ziemlich beschissen aussehen. Jetzt hier der Mountain King an vorderster Front. Auf was geht er denn hier? Auf das Leben, auf das Hitpoint-Supportende. Ja, Obsidian Statue wollte ich sagen. Jetzt ist ein Destroyer. Erste Tower geht hier down. Es geht jetzt hier auf den zweiten im Aufbau befindlichen, der gar nicht mehr im Aufbau befindlich ist. Da hier der Peasant ziemlich weit hinten steht. Jetzt ist Stormbolt auf den Death Knight, wie gesagt. Geht jetzt ja auf den Death Knight, setzt ja aber nochmal schön die Scroll of Healing ein, ganz klar. Es geht jetzt ja auf den Destroyer, der geht down. Hat er hier nicht mehr gecoilt. Schön jetzt im Meat Dragons, natürlich hier die Belagerungseinheit schlechthin, der Undead Player. Schön Manova und Coil! Schön hier im Doppelpack kommt das hier frei Haus und der Mountain King kann nach Hause gehen. Deshalb wird jetzt hier ein Arcana Vault gebaut, ein bisschen Shop. Den Shop braucht er jetzt hier. Und kaum ist der Arc-Mage da, geht der Mountain King down. Währenddessen ist hier der Leech King im Focus Fire. Wäre jetzt der Mountain King noch da, wäre das hier eine böse Aktion. Jetzt ja sehr viele Tower am Start. Das sieht nicht gut aus für FedEx hier. Sein Producing Building jetzt hier im Focus Fire. Dem Meat Dragon steht aber da gut dahinter. Und ballert hier immer auf die Rifleman. Arc-Mage jetzt hier am Start. Crypt Fiends werden gebaut. Und der Death Knight kommt nochmal raus. Muss ich dann aber auch wieder gleich zurückziehen. Der Meat Dragon macht hier eine gute Arbeit. Sollte jetzt hier vielleicht lieber den Tower hier repairen. Was machen denn da die Militia? Die muss er zurückziehen, ganz klar. Ja, aber der Meat Dragon kriegt sie wahrscheinlich da. Und der nächste ist jetzt gleich fertig. Sehr gut für FedEx. Schöner Frostnova, wo schickt er denn hier die Peasants hin? Wo schickt er denn die Peasants hin? Das ist doch total sinnlos. Was sollen die denn da hinten? Egal, Stufe 2 jetzt hier für den Mountain King. Schon wieder am Start. Ja, Stufe 1 geht es natürlich schnell hier, den zu reviven. Jetzt hier Kryptin. Eine Kryptin am Start. Zweite jetzt am Start. Und hier werden Meat Dragons gebaut. Der Krüppel ist wieder da. Und jetzt hier wieder die Army vom Human versucht jetzt hier das Slaughterhouse down zu bekommen, wo hier eben die Belagerungseinheiten gebaut werden. Sollte vielleicht auch selber ein paar Belagerungseinheiten bauen. Wir gucken mal in seine Base. Ja, hier werden zwei Workshops hochgezogen. Also Mortars sind hier wahrscheinlich im Kommen. Und der Rifleman wird es nicht mehr schaffen. Nein, hier gefinisht mit der Coil. Jetzt hier zwei Meat Dragons am Start. Die muss der Human jetzt einfach versuchen, down zu bekommen. Ganz klarer Levelvorteil hier beim Undead Player. Und der Guard Tower wird hier wahrscheinlich auch noch down gehen. Jawohl. Level Up damit für den Death Knight auf Stufe 4. Hat jetzt ja also Coil Level 2 und Aura Stufe 2. Und jetzt sieht es langsam immer schlechter aus für den Human. Der muss jetzt hier auf jeden Fall mal die Mortar-Teams an den Start bringen.
ich jetzt hier ein bisschen zurück. Und das ist ja alles nur eine Frage der Zeit, bis die Guard Tower down gehen. Ja, jetzt kommt hier natürlich der Undead raus. FedEx kommt jetzt hier raus, weil die Human Army weiter weg ist. Zieht sich dann aber auch wieder gleich zurück. So, da vielleicht nochmal ein Impel reinhauen. Hat hier volle Mana. Und hier werden jetzt die restlichen Guard Tower fertiggestellt. Ballern hier auf das Slaughterhouse, wo hier die Meat Wagons produziert wurden. Muss man hier sagen. Der Human jetzt hier sehr gut, schickt da wieder Support aus der Main Base und jetzt die zwei Motorteams am Start. Die sollten jetzt hier auf die Meat Wagons gehen. Gehen aber nur noch auf die Crypt, wo jetzt hier Burrow erforscht wird, um die Fiends dann einbuddeln zu können. Der Death Knight wird jetzt hier ein bisschen gefokust, jetzt geht's hier auf die Meat Wagons, gut gemacht. Und die müssen ein bisschen aufpassen. Genauso hier wie, ja, bei der Frost Nova geht der Rifleman down. Die Tower sehr weit hinten, dadurch können sie hier überhaupt nichts machen. Man sieht hier, sie können nicht schießen, außer der. Jetzt hier nochmal Ausfall aus der Main Base von FedEx. Wird hier geboltet. Auf Stufe 4 geht ins Focus Fire, aber kommt da nochmal gut raus. Jetzt kommen die Creeps hier durch. Die Creeps jetzt hier am Start in FedEx Main Base. Sehr unglücklich hier, hat hier den Wald aufgemacht. Kriegt jetzt hier aber nochmal ein Level Up. Schön gemacht hier, Tomb of Ability und Claws of Attack plus 9 hier am Start. Jetzt geht's hier. Ja, finish ihn doch, mein Gott. Impale reingehauen da. Jetzt hier Mortar, rennt jetzt hier auch durch den Wald. Zwei Mortar-Teams durch den Wald, sehr unglücklich. Aber die kommen durch. Was ist das denn? FedEx, da musst du aufpassen. Wie sieht's aus? Nächste Meat Wagon hier am Start. Erstmal gut geheilt mit Score of Regeneration. Die nächste Cryptin ist da und das sieht nicht gut aus für FedEx hier. Jetzt hier wieder Meat Wagon am Start. Ein einziger. Der geht natürlich hier sofort ins Focus Fire. Der Mortar Teams, eins da sehr schön gefinisht durch Coil. Und jetzt wird hier der Meat Wagon natürlich repaired. Und jetzt wieder Bolt auf den Death Knight. Oder kommt da nochmal gut raus. Schön nochmal hier. Einzelne Units werden hier gefinisht mit Coil. Und der Meat Wagon steht jetzt hier ziemlich weit vorne. Ballert jetzt hier in der Weltgeschichte rum. Oh, und jetzt hier ein Cannon Tower am Start. Sehr ungewöhnlich. Währenddessen jetzt hier die Goldmine fast leer ist von FedEx. Und die Crypt ist jetzt down. Sehr schlecht jetzt hier. Ausfall aus der Main Base. Nochmal schöne Coil hier. Coil und Nova auf die Rifleman. Da geht der erste Rifleman down. Aber auch eine Crypt Fiend muss hier das Leben lassen. Jetzt hier nochmal richtig vorne drin. Der Crypt Lord am Start hier. Schönes Impalien, alle Units sehr gut gemacht. Jetzt hier sollte er nochmal, ja, schön mit hier mit der Frost Nova noch ein paar Rifleman gekickt. Jetzt sieht es wieder besser aus für FedEx. Gold jetzt hier die falschen Units. Er boltet hier, der Mountain King meine ich. Warum boltet er hier den Death Knight? Der hat auf jeden Fall noch genug Leben am Start. Jetzt geht sie wieder auf die Heroes. Jetzt muss er auf jeden Fall aufpassen. Der Mountain King, Coil, und da geht er down. Schön gemacht hier, die flog sehr weit. Und jetzt die zwei Meat Wagons. Sollte jetzt hier nochmal ein Ausfall aus der Base wagen, um jetzt hier die Mortars und die Worker zu kicken. Jetzt hier nochmal, nimmt er jetzt hier ins Focus Fire den Archmage hier mit allem, was seine Heroes so zu bieten haben. Stufe 3 jetzt nochmal, aber er kommt nochmal gut raus. Er kommt nochmal raus, 50 HP, muss aufpassen, Newstown Portal. Schön gemacht hier nochmal. Die Nova wäre da gewesen. Und der Tower ist damit abgewehrt. Sehr schön gemacht hier von FedEx. Jetzt hier noch die restlichen Tower down. Und nimmt sich hier nochmal ein bisschen Mana auf sein Leech King. Ja, wie sieht es jetzt aus hier? 260 hier in der Goldmine. Hier haben wir noch 360. Beides nicht so das Wunderbare. Also entweder es gibt jetzt hier eine schnelle Entscheidung oder beide müssen jetzt hier eine Expansion bauen.
Der Mountain King ist wieder am Start. Stufe 2 und Stufe 3 für den Archmage. Also eindeutiger Hero-Vorteil hier mit Stufe 3, Stufe 2 und Stufe 4. Will jetzt hier anscheinend den Big Spot nehmen. Kauft sich hier nochmal einen Town Portal. Our gold mine has collapsed. Ja, die Goldmine ist alle. Dementsprechend natürlich auch die hier. Und jetzt hinter ihm nochmal den großen Spot. Geht hier gleich auf den Orgalord. Impale hier in die Creeps, schön gehauen. Und wird jetzt hier den Orgalord finishen. Boah, eine fette Shockwave durchgehauen hier vom Orgalord. Der nimmt sich jetzt hier der Obsidian Statue an. Die wird ein bisschen zurückgezogen. Und der Junge aber gut hinterher. Den sollte er jetzt mal hier endlich finishen. Ja, hier schön mit Colnova. Clock of Flames, hartes Item. Dann gibt er hier den Krippellord. Stufe 5, Stufe 3 jetzt hier. Damit kann er den Krippel natürlich gut vorne reinschicken, immer wieder keulen, falls was ist. Und er gibt jetzt ja auch einen Expansion-Auftrag, ganz klar. Der Human Player übt hier. Findet hier Manual of Health und eine Potion of Invulnerability. Wir lassen jetzt hier Creep von FedEx. Sollte den Death Knight da zurücknehmen. Rune of the Watcher. Und welches Item haben wir hier? Stufe 4 jetzt auch für den Leech King. Perrupt of Vitality, nice Item. Sollte auf jeden Fall mitnehmen, so ist es auch. Und jetzt der Expansion im Bau. Und FedEx kommt genau darauf zu. Schön gemacht hier von ihm. Er geht jetzt hier also rauf und wird jetzt wahrscheinlich finishen können hier in Impale schön in die Worker, das wär's doch mal. Ja, geht es hier auf die Worker. Und schön hier alle down. Ordentliche Sache und nimmt sich jetzt der Town Hall an. Der Human steht hier rum und kann natürlich gegen die Army nicht wirklich viel machen. Schreibt jetzt hier Mac, Map Hack is very nice und geht aus dem Game. Ja, Manhart, der Junge, würde ich mal sagen, ist hier also nicht so der Freundliche. Naja, kann man nichts gegen machen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt noch hier ins letzte Game für heute. Last but not least, so, sozusagen. Das Game hat es also in sich. Wir sehen jetzt ein 2-on-2 zwischen den A-Losers. Hier einmal vertreten durch A-Losers Thomas hier als Night Elf Player und Clara bzw. Oliver als Ork. Unten starten hier einmal Mayo Man, der hier besser bekannt ist als Zubi, und Zerta. Yo, was kann man sagen? Das ist jetzt hier das, es war hier, glaube ich, Eurocup. Ist das zweite Game. Im ersten Game haben hier die A-Losers verloren, haben hier einen Tower Rush gestartet, der ein bisschen nach hinten losging. Und wir sind mal gespannt, was sie sich jetzt hier in dem Game einfallen lassen. Elder of Elders jetzt hier fertiggestellt, synchron mit dem Moonwill und der Death Knight, der Demon Knight. Der Demon Hunter geht hier in Auftrag. Hier ist es der Shadow Hunter. Also die Hunter sind hier am Start. Und oh, wir sehen hier unten schon Thomas. Baut hier einen Ancient of War direkt in die Base von Zerta. Weiß nicht genau. Yo, Barracks und Orkbow. Sehr spät. Aber der Orkbow kommt ziemlich früh. Naja, wie man will. Währenddessen hier eine Fiend-BO, gehen ja auch erst die ersten Fiends in Auftrag. Und hier, wie gesagt, zwei Ghouls. Sehr wenig Ghouls hier bei dieser BO. Aber er kann natürlich jetzt nicht erstmal ein paar Ghouls bauen, weil hier, wie gesagt, der Ancient of War im Bau ist. Ein Scout-Wisp hier hängt hier in den Bäumen. Und der Demon Hunter. Oh mein Gott, ich werde so meine Probleme haben jetzt nach zwei Death Knight Games. Der Demon Hunter jetzt hier also am Start, rennt hier nach unten zu der Base von Zerta.
Warum sage ich eigentlich immer Serta? Egal. Naja, wo jetzt hier der Engine of War fertiggestellt ist, auch die Beine von Serta, sind jetzt hier da. Und sehr schön, Serta setzt hier den Whisperman in den Baum, den gerade der Angel of War fressen wollte, wer es mal beobachtet hat. Mana Burn jetzt hier abgegeben von beiden Demon Huntern. Wieder enrooted hier der Angel of War. Schön jetzt hier auch Oliver am Start jetzt hier mit Serpent Wards. Jetzt geht's hier auf den Demon Hunter, der hat hier aber noch ein bisschen im Gepäck. Jetzt kommt hier der nächste Wisp zum Repair. Der Angel of War hier heilt sich nochmal gut durch den gefressenen Baum. Jetzt hier, Serta muss ein bisschen aufpassen mit seinem Demon Hunter. Der rennt da nochmal zurück. 34, 18 HP, 18 HP, rennt da nochmal zurück. Wird da nochmal schön geblockt hier der Gwant und er lässt ihn entwischen. Mit 18 Hitpoints. Ich glaube, den hätte ich mir nochmal vorgenommen. Jetzt hier genauso aufpassen muss jetzt hier der Demon Hunter von... von dem guten Thomas. Bekam hier nochmal die Keule ab. Und zieht sie jetzt erstmal zurück. Um hier an den Moonwalks ein bisschen aufzutanken. Der Ancient of War, wie gesagt, ist down. Also jetzt hier der Tower, der AOW-Wash sozusagen. Und wo man es vielleicht nicht ganz als AOW-Wash bezeichnen kann. Hat hier nicht geglückt. Jetzt geht es hier nochmal auf den Demon Hunter. Mana Burn auf den Shadow Hunter. Aber der kommt dann mal gut raus, der DH. Der SH zieht sich jetzt ja auch ein bisschen zurück. Demon Hunter von Thomas jetzt wieder am Start. Schickt ihn hier nach unten. Will hier wohl nochmal Mana burn. Tut es auch und zieht sich dann wieder zurück. Bekommt nochmal eine Coil ab. Und hier unten wird jetzt hier gecreept. Der von aufhält. Weich ist hier oben am Start. Obwohl eben der Shadow Hunter solo creept, da hier der Demon Hunter am Start ist und ein bisschen rumstresst, geht jetzt hier nochmal ins Focus Fire. Aber hier nicht genug Mana am Start für die Coil. Jetzt hier wird nochmal ins Feuer genommen und damit gibt es hier Level Up für beide Heroes, Demon Hunter und Death Knight. Der hat hier ein sehr schönes Item gefunden, ein Aura-Item, Ancient Django of Endurance. Hat ja auch Dust of Appearance dabei gegen Shadow Melt. Mana Burn jetzt hier nochmal auf den Demon Hunter. Jetzt hier nochmal. Es geht jetzt hier gut auf die Units. Wir erstmal die Low-Hitpoint-Units rausnehmen. Town Paul jetzt hier sofort von Oliver. Und Thomas zieht sich hier zurück. Sehr schwierig hier durchzusehen, von wegen den Farben und so. Thomas steht jetzt hier drinne in seiner Base. Summoning is complete. Your building is complete. Hat es ja einen Ancient Protector fertiggestellt. Und jetzt kommen hier die beiden Armys an. Der AP steht sehr gut hier hinten drin. Nochmal jetzt Coil auf den Demon Hunter. Der hat hier die Legion Doomhorn am Start. Jetzt hier schön der Wisp detonated, um hier die Skeletons down zu bekommen. Sollte er hier nochmal machen. Da kommt schon von hinten der Wisp an den Start. Aber er hat zum Repair. Mana Burn auf den Death Knight. Jetzt hier vorne hinten. Oliver muss laufen hier. Wird er rechtzeitig hier ankommen? Der Ancient of War ist auf jeden Fall schon mal down. Jetzt geht's ja auf den Agent Protector. Nochmal schön Mana Burn hier auf den Demon Hunter Stufe 2, aber schon. Und jetzt muss hier der Demon Hunter aufpassen. Von Thomas. Steht hier hinten drin mit 100 HP. Der Ancient Protector ist down. Jetzt hier der Death Knight am Start. 43, 30 HP, 9. Und da geht er down. Der Demon Hunter ist down. Aber jetzt hier von hinten Oliver am Start. Geht jetzt hier, quetscht die Units hier ein bisschen ein. Stufe 2 jetzt hier für den Shadow Hunter. Was gilt da jetzt? Er hat jetzt Hex geskillt als Second Skill. Hex hier den Demon, den Death Knight. Der ist ja wirklich einer. Und jetzt hier von hinten. Der Keeper of the Grove ist da und jetzt hier Entsnangle. Und schön mit Hex hier. Konnte er sich nicht mehr powerdeln.
Darum bekommen wir hier den Death Knight. Schönes Endsmängel hier, Stufe 2 jetzt hier schon der Keeper auf der Golf. Ich glaube, so schnell bekommt ihr keiner Level ab. Jetzt auch der Tomon Chief, denn als Second Hero am Start auf Seiten von Oliver. Der geht hier nochmal gut auf einzelne Units. Hier hinten jetzt hier nochmal schön mit Endsmängel einzelne Hands rausgenommen. Und auch der Demon Hunter jetzt wieder am Start. Hier schon nochmal gehext, eine Hand Twist. Die wird ebenfalls down gehen. Yo, ziemlich ordentlich abgeblockt, würde ich mal sagen. Jetzt hier Dryads im AOL auf im AOL in Aufbau. Ein AOW fertiggestellt und ein AOW. Es gibt übrigens drei AOWs beim Night Elf. Mein Kumpel, ich habe ihm mal von der netten Taktik erzählt, von einem AOW-Wash. Naja, mein anderer Freund, denn der auch Night Elf spielt, man macht ja meistens Night Elf, Night Elf, hat sich denn ziemlich gewundert, warum in seiner Base auf einmal drei Ancient of Wonders standen. Naja, man kann die Sache eben auch ein bisschen falsch verstehen. Egal, creepen gehen jetzt hier auf jeden Fall erstmal die A-Losers. Währenddessen jetzt hier Meo Man sich auf den Weg macht in die Base von Oliver. Hier geschützt durch einen Watchtower und natürlich die Orc Bros können natürlich auch ein bisschen Feuer abgeben. Ensnare jetzt hier fast am Start. Die Demon Hunter hier nochmal ein Level abbekommen. Und jetzt geht's hier. Ja, na. Serta jetzt hier unten am Start. Und die beiden gehen jetzt hier wahrscheinlich zur Base von Oliver. Der Death Knight steht da sehr ungünstig. Ja, jetzt hier kann er den vielleicht mit einem Town Portal zu bauen. Portet sich sehr gut hin. Jetzt hier Storm muss kommen, aber sofort Town Portal hier von Death Knight. Wir gehen jetzt hier mal lieber auf Oliver. Die Night Elf Sounds kann ich mir nicht antun. For the Horde. Sie hat da jetzt hier mit sehr viel Ranged Units am Start. Genau dasselbe hier sehen wir bei dem anderen Player. Die Taktik ist eigentlich ziemlich bekannt, aber eigentlich dann eher in dem Fall hier mit einer Potem als First Hero. Durch die Two-Shot Aura machen hier natürlich die Ranged Units dann nochmal extra Damage. Aber hier mit Ancient Jungle of Endurance. Also und der Aura noch vom Death Knight sowieso von Hause aus sind die Units hier natürlich extrem schnell und tödlich einfach. Ja, hat jetzt hier auch als Second Hero den Leech gewählt. Kein Second Hero auf Seiten des Nachtelfenspielers, auf Seiten von Serta. Jetzt hier der Demon Hunter, die Army von Thomas hier ganz allein unterwegs. Das ist vielleicht keine gute Idee. Stufe 3 jetzt hier auf dem Death Knight, Stufe 2 auf dem Demon Hunter und Level 1 der Lich King. Hier haben wir Stufe 2 und Stufe 2 am Start. Und jetzt kommt es zum Aufeinandertreffen. Ensnare jetzt hier geused auf die Crypt Fiends. Jetzt hier nochmal schöne Coil und Frost Nova auf den Demon Hunter von Thomas. Du musst nochmal aufpassen, kommt auch nochmal ein Mana Burner ab. Zieht sich jetzt hier nochmal gut zurück. Jetzt hier also die Aura aus dem Spiel sozusagen. Town Chief auf Stufe 1 ist hier noch gut am Start. Jetzt hier von hinten auch der erste Demolisher am Start. Jetzt kommt hier nochmal Thomas hier schön detonated. Sehr toll gemacht hier. Und jetzt hier der Demon Hunter im Focus Fire. Nein, es geht jetzt hier erstmal auf einzelne Hunts, die jetzt hier aus dem Game genommen werden. Jetzt muss hier nochmal der Demon Hunter aufpassen von Thomas. Ist ja auf Low HP down. Geht jetzt hier nochmal auf den Shadow Hunter. Oh, da muss Oliver aufpassen. Da muss Oliver aufpassen. Bis hier ein Town Portal. Und portelt sich somit raus. Es sieht jetzt schon wieder schlechter aus für die A-Losers. Der Demon Hunter steht hier am Brunnen. Man muss jetzt hier aufpassen. News ist aber sofort Town Portal. Ganz klar. We're under attack!
zwei Obsidian Statues jetzt hier am Start, um hier Mana und Hitpoint Support eben zu garantieren. Jetzt geht's ja auf die Base von Oliver. Hier hinten noch ein Demolisher drin, der kann er natürlich gut verteidigen. Und jetzt geht's hier auf die Base. Ganz alleine jetzt hier Oliver am Start. Muss aufpassen, aber da schön genuked. Hier wurde der Shadowhunter durch Mana Coil. Jetzt hier der Tauren Chief den und Town Portal jetzt hier geused. Hier Thomas, aber schönes Impale. Alles impaled hier außer die Magie Immune Units. Ah ne. Egal. Halb so wild. Jetzt hier viel wichtige Sachen am Start. Der Krüppel eben, wie gesagt, jetzt noch dazu geaddet worden. Mana Burn auf den Death Knight. Schöne Sache hier. Auch die ersten. Oh, wieder hier Nuke. Ja, das geht sehr schnell hier. Der Demon Hunter fällt ebenfalls mit Frost, mit Coil Nova, meine ich natürlich. Auch der Tauren Chieftain muss hier aufpassen. Geht jetzt hier down. Ja, der wird fallen, ganz klar. Und jetzt ist hier GG, kommt es hier von Thomas und von Sörter. Und sie verlassen hier das Game, schreiben hier GG. Also sehr mannert unsere Leute hier, wenigstens von den A-Losers. Ja, das war's wieder mit einer neuen, mit einer Folge Creepshake Warcraft at its best. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich denke, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, euer Buddha.